Ja, moin zusammen zu einer neuen Folge von Betreute Schrauben. Das war jetzt gar nicht geplant hier eigentlich. Ich habe hier einen Roller stehen, das ist ein Gilera Runner, glaube ich. Genau, Gilera Runner SP von 2006. Der gehört dem Basti, das ist ein Kumpel von Christian, der hier mit bei mir im Haus auch wohnt. Und der sagte, der dreht irgendwie immer hoch im Standgas. Und ich habe mir das mal angeguckt. Das heißt, ich habe schon mal angefangen, ihn auseinanderzubauen. Das zeige ich euch normalerweise. Hier habe ich aber nur die Platte abgemacht, die quasi unter der Sitzbank ist. Mehr habe ich noch gar nicht abgeschraubt. Hier fallen Schrauben raus, die gehören gar nicht dazu. Dieser Roller ist so verbastelt, das habe ich noch nie gesehen. Der Gaszug passt auch nicht. Das heißt, hier fehlt eine Hülse. Hier stoßen einfach zwei Gewinde aufeinander. Keine Ahnung. Dann ist alles mit Kabelbindern festgemacht, statt Schlauchschellen. Auch spannend, ja. Also kann dann auch mal abgehen, ja, wie auch immer. Ich habe mich dazu entschieden, in Absprache mit Basti, dass ich den Vergaser jetzt mal ausbaue und den einfach mal grundreinige. Das heißt, ich schmeiße mal ins Ultraschallbad. Was Basti meinte, er hat den Fehler mit diesem Hochdrehen irgendwie mal behoben, indem er am Luftfilter gewackelt hat. Habe ich gedacht, so, hä? Ja, dann gucke ich mir das hier an. Der Luftfilter ist lose. Ja, das heißt, das Einzige, was die Kombination Luftfilter-Vergaser am Motor hält, ist der Ansaugstutzen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der durch die Belastung eigentlich auch schon gerissen ist und dass der Roller daneben Luft zieht und dass das Gemisch deswegen auch vorne und hinten nicht stimmen kann. Ja, und wie man es halt nicht macht, also ich zeige euch das gleich mal, das sieht wirklich gruselig aus. Das seht ihr gleich in dem Video. Und ja, mein Aufzug ist jetzt nicht so, weil ich hier irgendwie gerade vom Sport komme oder so, sondern weil es hier in der Garage gerade irgendwie 30 Grad hat. Deswegen läuft ja auch die Lüftung und die Klimaanlage und alles. Rauscht eventuell ein bisschen, tut mir leid, muss ich jetzt schon sagen, aber sonst wäre hier einfach kein Arbeiten möglich. Aber ich wollte das jetzt hier mal machen, damit man damit wieder fahren kann. Und ja, was wir jetzt mal machen, das zeige ich euch jetzt hier. Viel Spaß dabei. Jo, fangen wir mal an, ne? Hol ich mal einen Seitenschneider ran. Wo ist er? Er ist schon hier. Ich habe schon einen von diesen Kabelbindern aufgeschnitten. Jetzt schneiden wir uns mal hier den Kabelbinder vom Luftfilter auf. So, da gehört natürlich eigentlich auch eine ordentliche Schlauchstelle drauf. So, das Glück, was wir haben, das ist auch genial hier. Das ist so schön, also so schön falsch. Ich habe ja gesagt, der Luftfilter ist gar nicht angeschraubt, ne? Das heißt, ich ziehe ihn jetzt einfach vom Vergaser hier ab. Und hoffe, dass der als kompletter Kasten hier rauskommt. Auch das ist schön gemacht. Das finde ich gut. Den lege ich mir hier hin. Da kommen auf jeden Fall nachher wieder Schrauben rein. So, was richtig dran ist, sehe ich gerade, ist der Ölschlauch. Da ist ein Klemmerchen dran. Also kein Kabelbinder, sondern ein echtes Klemmerchen. Und dieses Klemmerchen, zeige ich euch gleich mal ein Bild von, wie das aussieht. Das muss man hier quasi mit einer Zange zusammendrücken. Gucken, ob das funktioniert. Muss man den Schlauch hier abziehen. Komm her. So, jetzt ist er ab. Ich weiß nicht, ob man es hier im Video sehen kann. Wahrscheinlich viel zu klein. Hier ist so eine Klammer drauf. Metallklammer, die drückt man zusammen, zieht die ein bisschen nach hinten, dann kann man den Schlauch abnehmen. Es ist dann natürlich Öl drin, das heißt, wenn ich mir den jetzt hier unten hinlege, also er ist voll mit Öl, dann wird er auf jeden Fall ölen, also weiter ölen, das Öl wird ablaufen. Wenn ich das nicht auf dem Motor haben möchte, lege ich den jetzt hier einfach mal irgendwie auf ein Tuch oder wickel den ein bisschen, genau, ich wickel den in so ein Tuch ein und klemme den hier hin. Klappt das? Das klappt. So, jetzt habe ich den Vergaser hier. Ich sehe, was ich gerade sehe. Die Leerlaufschraube ist komplett reingedreht. Das zeige ich euch jetzt mal, wie das aussieht hier. So, jetzt schauen wir quasi in die Luftfilterseite des Vergasers rein. Also hier habe ich gerade den Luftfilter abgemacht an der Seite. Und was man hier sieht quasi, ne, dieses Messingstück, das da reinragt. Unten ist die Düse. Und das Stück, was hier an der Seite reinragt, das ist die Leerlaufdüse. Ich kann das jetzt mal demonstrieren. Die Leerlaufschraube tut Folgendes. Guck mal, ob man das sehen kann. Ist hier ISO so hochgestellt. Hier ist der, wo ist er? Komm her. Das ist der Düsenstock, beziehungsweise die Nadeldüse, die in den Düsenstock reingeht. Und dieses schwarze Stück hier, das wird durch dieses Messingstück da hinten, was da hinten drin ist, quasi hochgedrückt. Ja?
Je weiter diese Schraube reingeht, desto weiter drückt es dieses Teil hoch. Ja, das ist wie, als wenn man am Gaszug zieht. Das ist eine Gasvoreinstellung quasi. Ne? Das heißt, es zieht einfach dieses schwarze Plastikding, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt, zieht das quasi hoch und gibt einfach ein bisschen Gas. So, das Ding ist jetzt aber gerade so eingestellt, dass es wirklich ja, schon so viel Gas gibt. Ich versuche mal, das hier rauszudrehen. Wird das dann weniger? Ja, man sieht es hier. Ja, ich drehe hier raus und der Stift geht nach links. So, jetzt kann man ihn gar nicht mehr sehen. Wenn ich jetzt das schwarze Teil hier reinstecken würde, wieso weiß ich nicht, wie das heißt, dann würde es quasi bis zum Boden des Vergasers gehen und den Vergaser, sieht man das überhaupt, vollkommen verschließen. Beziehungsweise die Düsennadel oder die Nadeldüse, wo der Sprit reinkommt, komplett zumachen. Das heißt, das steht dann so hier drin. Das ist jetzt alles ein bisschen semi-geil, aber man kann es halbwegs erkennen. Ja, und dadurch, dass das Teil halt komplett reingedreht war, stand das Teil quasi immer schon auf ja, Halbgas. Ne? Es stand nicht unten, sondern hier. Ja, und das ist auch der Grund dafür, warum das Teil dann hochdreht. Und deswegen, man muss das alles mal ausbauen, sauber machen und da mal eine Grundeinstellung hinbekommen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir den Vergaser vom Motor abkriegen. So, wir gucken jetzt quasi hier von oben in das Helmfach rein. Wir sehen hier die Aufnahme für den E-Choke, den ich ja schon getestet hatte. Der funktioniert. Hier ist normalerweise der Gasschieber drin, so heißt das schwarze Teil. Was ich hier eben gezeigt hatte, das ist das hier. Ja. Unten ist die Nadel dran, die quasi den Düsenstock verschließt, damit kein Sprit mehr kommt. Wenn die hochgezogen wird, zieht der Vergaser durch den Unterdruck hier eben Sprit an, wird mit Luft gemischt, kommt hier durch den Ansaugstutzen in den Motor rein und wird da gezündet. Das hängen wir uns jetzt mal wieder weg. Und diese Schraube hier, die verbindet den Vergaser mit dem Ansaugstutzen. Die versuchen wir uns jetzt mal abzumachen. Die ist schon so... Oh, meine Güte. Also das ist wirklich... Ich weiß nicht, ob das... Ah, so, original so. Ja, ich glaube, der war noch nie ab. Also ich denke mal, das ist der Originalvergaser. Machen wir uns das hier mal auf ein bisschen. Also der Ansaugstutzen, ne, wie gesagt, das hing hier halt dran wie ein Lämmerschwanz. Der ist so rissig, der ist so porös, der ist kaputt. Ja, ich zeig das gleich. Der zieht Nebenluft, das sehe ich jetzt schon. Jetzt haben wir den Spritschlauch noch hier dran, der ist auch gesichert. Haha, gesichert mit einem Kabelbinder. Klipsen wir uns hier mal durch. Wenn ich den Spritschlauch jetzt abziehe, läuft natürlich Sprit aus. Deswegen habe ich hier schon mal ein Tuch hingetan, auf den wir den Spritschlauch gleich mal drauf drücken, wenn wir den überhaupt abkriegen. Das sind immer so Arbeiten, die ich überhaupt nicht mag hier. Ja, seht ihr, spricht es und versaut sich hier den ganzen Roller. Gut, dass es nicht in die Augen gegangen ist, habe ich auch schon mal gehabt. So, jetzt lassen wir den hier leer laufen, das seht ihr jetzt nicht. Jetzt habe ich hier das Tuch mit dem Sprit. Das ist der Sprit hier überall, ist natürlich schön. Trägt wie immer zur Stimmung bei. Den Ölschlauch habe ich schon abgemacht, das ist quasi eher hier, der kleine. Ich bin hier schon weggesteckt in ein Tuch. So, das heißt, der Vergaser hängt jetzt noch an einem Unterdruckschlauch. Das ist dieses schöne Gebilde hier mit dem Tape. Also es ist wirklich Kuriositätenkabinett pur. Ich ziehe mir den Vergaser jetzt mal aus dem Ansaugstutzen hier raus. So. Wunderbar. Jetzt habe ich hier unten noch eine Klammer dran, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Hier unten ist noch ein Unterdruckschlauch dran. Nee, das ist der Ablaufschlauch von der Schwimmerkammer. Okay. Alles klar. Ich habe den Vergaser hier. Da ist er. Ich weiß nicht, ob man sieht, die Kamera steht jetzt so weit oben. Ich halte das einfach nochmal hier hin. Vergaser ist raus und den legen wir uns jetzt mal auf den Tisch. Und dann versuche ich mal den Ansaugstutzen abzumachen. Und dann werden wir das Ding hier mal ordnungsgemäß wieder versuchen zusammenzusetzen. Ob das heute noch funktioniert, weiß ich nicht. Sonst machen wir einfach morgen weiter. Ja, ich habe ja eben gesagt, Ansaugstutzen abmachen.
Viele von euch, die an einem Roller schon mal geschraubt haben, werden gesehen haben, dass die Ansaugstutzen auf der einen Seite oder auf der einen Seite eine normale Schraube haben und auf der anderen Seite so eine Abreißschraube, beziehungsweise eine Schraube, die man einfach mit einem normalen Werkzeug nicht aufmachen kann. Ich habe jetzt gerade eben mal hier Geologe gespielt und hier diesen ganzen Straßendreck mal entfernt, um zu gucken, was das hier für ein, ja, für ein Schraubenkopf ist, beziehungsweise was da für ein Werkzeug rein muss. Habe festgestellt, es ist ein Torx mit Pin. Ein Torx mit Pin, also ihr kennt die, also normales Torx sieht quasi so aus. Ja, das ist ein normaler Torx-Antrieb, hier dieser Stern. So, man sieht jetzt bei den Schrauben aber, die haben in der Mitte noch einen Pin. Und dieser Pin verhindert, dass man hier einen normalen Torx-Einsatz reintun kann. Ich habe das aber zum Glück da. Ich dachte eben noch so, ich muss jetzt hier meinen Dremel auspacken und hier einen Schlitz reinmachen. Nee, Quatsch, super cool. Also habe ich mich gerade wirklich sehr gefreut, weil ich habe mir irgendwann mal diese Box hier gekauft. Die war da im Angebot, kostet 10 Euro und da sind so viele Einsätze drin. Also Kreuzschlitz, Schlitz und so weiter. Und da sind eben auch diese Dinger, ihr seht es hier unten rechts quasi, mit dem Loch. Ja, also Torx mit Loch, die Orangenen sind das. Und der 30er, der jetzt gerade fehlt, den habe ich jetzt hier in der rechten Hand und das ist der richtige ist. Und das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch einen Antrieb dafür. Den habe ich eigentlich auch mit runtergebracht. Wo ist er jetzt? Ah, hier ist er. Ne, das ist einfach ein Schraubendreher, der vorne eine Aufnahme dafür hat. Das heißt, ich kann das hier reinstecken. Klick. Und jetzt steckt es da drin. Der scharfe Bereich ist jetzt hier ganz unten bei den Schrauben. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite, kann ich es besser machen. So, das heißt, wir setzen uns das Werkzeug hier mal an. Ne, ich habe Mist erzählt. Beziehungsweise, ich habe die hier falsch wieder reingesteckt. Ne, habe ich nicht. Es ist nicht der, genau. Es ist nicht der, ich habe den 40er aufgespannt. Naja, wie das immer so passiert. Es ist wirklich der 30er. Der 30er steckt nur hier im falschen Slot. So, das heißt, ne, der 30er ist jetzt aufgespannt. Jetzt versuchen wir mal. Ach, das ist ja cool. Ob wir diese Schrauben hier rausbekommen. Also wenn ihr das Werkzeug nicht habt, dann besorgt euch so eine Bosch-Box. Die gibt es immer wieder im Angebot, kostet 10 Euro. So, Schraube ist raus. Kann man jetzt hier schön sehen. Eine Seite. Zweite Seite. Wenn ihr zweitaktaffin seid und das schon mal gemacht habt, wisst ihr, dass hier unter dem Ansaugstutzen gleich der Membranblock zum Vorschein kommt, den schauen wir uns natürlich auch an. Der kurze technische Exkurs dazu ist folgender: Wozu braucht man diesen Membranblock? Ein Zweitakter hat keine Ventile. Das heißt, wenn der Motor verdichtet, muss natürlich der Ausgang zum Vergaser gesperrt werden. Und das macht der Membranblock. Der Membranblock ist wie so eine Einbahnstraße. Das ist so verkrustet alles. Also das Witzige ist, man sieht gar nicht, dass er da drauf sitzt, aber er muss ja da sein. Ich versuche mal hier mit dem Schraubendreher irgendwie drunter zu kommen. Ah, zack. Das klappt ja heute wie am Schnürchen. Ein guter Schraubertag. So. Jetzt ist natürlich wichtig, dass euch möglichst wenig hier reinfällt. Das heißt, wir ziehen den Block jetzt mal sofort raus und tun in derselben Sekunde, die jetzt hier ein paar Sekunden dauert, ein Tuch in den Ansaugtrakt, damit uns hier bloß nichts. Vorsichtig, dass ihr euch beim Reinstecken des Tuches nicht noch den Dreck, der hier irgendwie an der Seite ist, ja, das ist echt gefährlich. Also man sieht es hier, ne? Da, also hier ist locker, weiß ich nicht, 5, 6, 7 mm Dreck drauf. Der darf euch nicht ins Kurbelgehäuse fallen. Passt da auf. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Ich muss auf jeden Fall da noch sauber machen. Jetzt haben wir den Membranblock rausgenommen. Und der ist jetzt hier schwierig mit der Blendeneinstellung, das hier zu zeigen, dass man es sieht. Wir begeben uns jetzt mal an den Schreibtisch und dann zeige ich euch die Dinger mal, die ich hier gerade entfernt habe. Und dann sieht man das besser. Also, wir haben jetzt ausgebaut den Vergaser. Hier ist der Ölanschluss, hier ist die Schraube, die ich eben rausgedreht habe. Das ist die, die zuständig ist hier für den Leerlauf.
Den könnte man wirklich mal sauber machen. Ich muss den gleich noch leer machen, zeige ich euch, wie das funktioniert. Der ist jetzt noch voll mit Sprit. Deswegen bitte den Vergaser, wenn ihr den ausgebaut habt, niemals umkippen oder drehen. Dann läuft euch der Sprit hier raus, aus den Kanälen bzw. aus der Düse. Weil das hier ist die Schwimmerkammer. Und die Schwimmerkammer heißt deswegen so, weil da ein Schwimmer drin ist, der die Benzinzufuhr unterbricht, wenn diese Schwimmerkammer voll ist. Das heißt, hier unten ist das Benzinreservoir drin für den Roller, wenn er quasi läuft. Und deswegen, wenn ihr den ausbaut und der Roller ist vorher gelaufen oder die Benzinzufuhr war dran, dann ist hier immer Sprit drin. Das zeige ich euch gleich. Deswegen stellt ihn weg. Ich mache das immer so, ich stelle ihn mal auf ein Tuch drauf, ja, dass er irgendwie halbwegs gerade steht. So, so. Kann er sich hier hinten mal schön abstellen. Das ist der Membranblock. Was ich eben schon mal erklärt habe, bei einem Viertakter ist es so, der Motor muss ja in einer Stufe Druck aufbauen. Also da wird das Gemisch verdichtet und gezündet. Beim Viertakter ist es so, der hat Ventile. Und da machen die Ventile quasi alle zu, also alle komplett. Einlass, da wo Sprit und Luftgemisch reinkommt, und Auslass, da wo die Auspuffgase rausgehen. Und damit verdichtet und gezündet. Beim Zweitakter ist es so, weil der nur zwei Takte hat, gibt es diesen Takt hier nicht. Das heißt, gibt es diesen Takt hier nicht. Es ist einfach so, dass der Motor, dadurch, dass er keine Ventile hat, das irgendwie anders hinbekommen muss, dass der, ne, also das ist ja die Motorseite, was erzähle ich überhaupt? Das ist hier die Motorseite, hier ist die Vergaserseite. Und man muss es hinbekommen, dass wenn der Motor verdichtet, also quasi der Kolben wieder hochgeht und das Gemisch verdichtet, dass das nicht entweicht, dass sich ein Druck aufbaut. Und wie macht man das? Durch Membranen. Die Membranen sind so, dass sie quasi nur öffnen, wenn von hier oben was kommt, also vom Vergaser. Und sobald der Motor quasi unten im Kurbelgehäuse Druck aufbaut, verschließen sich diese Membranen hier. Man kann diesen Membranblock testen, indem man den sich einfach hernimmt und durch diese Seite hier, ja, gegens Licht guckt. Mache ich jetzt mal und ich sehe Licht. Das ist schlecht, weil wenn ich Licht sehe, dann ist der verschlissen. Ja? Das heißt, er dichtet nicht mehr richtig. Wenn ihr durch diese Seite durchschaut, ins Licht, ja, gegen eine Glühlampe oder gegen hier die Beleuchtung, dann dürft ihr kein Licht sehen. Das heißt, ich habe das jetzt das erste Mal gerade gemacht und bin erstaunt, weil ich habe es noch nie gesehen. Und ich sehe hier, ja, ich sehe Licht. Das heißt, er ist undicht, beziehungsweise die Membranen schließen nicht mehr ordentlich. Das heißt, den müssen wir auch erneuern. Weil, warum müsst ihr den erneuern? Wenn es nicht mehr schließt, dann kann der Motor den Druck quasi nicht mehr aufbauen, den er braucht, um Leistung zu erzeugen. Ja, das heißt, der Kolben geht wieder nach oben, also in die Richtung, und hier entweicht das Gemisch wieder durch den Vergaser. Ja, das ist natürlich Quatsch, das soll nicht passieren. Ja, das heißt, dieser Membranblock muss auch ausgetauscht werden. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwelche Tricks hier, irgendwelche Schrauben aufzumachen, das nachzujustieren. Die Dinger sind aber so günstig, dass ich dem Basti sagen werde, also wenn du willst, dass der wieder richtig funktioniert, kauf dir einen neuen Membranblock. Ich glaube, die kosten so 15 bis 20 Euro oder was. Und der ist auf jeden Fall durch. Witzig, habe ich noch nie gesehen. Ich sehe hier Licht durch. Und das ist ein Teil, das ausgetauscht werden muss. Kommen wir zum Ansaugstutzen. Der Ansaugstutzen verbindet quasi den Vergaser mit dem Motor. Das heißt, der Membranblock war ja hier quasi drunter. So gehört das hier zusammen. Das steckt quasi dann im Motor drin. Die Bohrungen passen ja hier aufeinander, so haben wir das eben auch auseinandergebaut. Und der Ansaugstutzen hier, das hatte ich vorhin schon gesagt, dadurch, dass der... Ach, guck mal hier. Weg, hau ab. Ey, sag mal, ich filme hier. Entschuldigung mal, ja? So. Dieser Membranblock verbindet den Vergaser mit dem Motor. Und was wir hier sehen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier, der ist gebrochen. Der ist porös. Ich weiß gar nicht, ob es schon durchgeht. Ich würde ihn nicht mehr benutzen. Ne? Dadurch, dass der Luftfilter ab war oder lose war, also wenn ich jetzt hier noch ein bisschen ziehe, wir machen das einfach mal, weil das Teil ist für mich, ist das Müll, ja, der reißt irgendwann auf. Ihr seht das hier. Ne? Der ist überall porös. Der ist unten porös. Der ist sogar hier am Fuß ist der porös. Ja, der ist so alt. 12 Jahre ist der jetzt alt. Es wird noch der Originale sein. Der reißt irgendwann. Jetzt habe ich schön die Finger dreckig. Ey, wie das hier aussieht. Meine Güte. Der ist kaputt. Der ist durch. Der ist so porös, dass er hier auf jeden Fall irgendwo auch Nebenluft gezogen haben wird. Gehe ich stark von aus. Also hier bilden sich ja auch Risse. Dadurch, dass sich der Luftfilter mit dem Vergaser... Schon wieder hier. Sag mal, hast du gar keinen Respekt.
dass sich der Luftfilter mit dem Vergaser quasi hier dran bewegt hat, entsteht hier eine mechanische Belastung. Und durch diese mechanische Belastung bilden sich hier quasi diese Risse. Dadurch, dass er so alt ist, ist es ja Plastik. Es wird einfach die Weichmacher gehen raus und irgendwann ist das Ding einfach platt. Haben wir hier einen platten Ansaugstutzen. Und deswegen wird der auch neu gemacht. So, was ich sagen wollte zum Vergaser. Boah, mal wieder schön mit Aufräumen hier. Was ich sagen wollte zum Vergaser. Hier ist jetzt noch Sprit drin in der Schimmerkammer. So, die ist hier unten. Und der letzte Schlauch, den ich vorhin abgemacht habe beim Ausbau, war der Schlauch, der quasi hier unten an der Schimmerkammer dran ist. Der ist deswegen da dran, damit man die Schimmerkammer leer machen kann und nicht direkt hier unten irgendwie ein Gefäß oder einen Lappen hinstellen muss, sondern das machen kann, ist das hier überhaupt noch im Fokus drin? Ja, das funktioniert noch halbwegs. Sondern dass man das irgendwie machen kann, ohne da irgendwie ein Gefäß drunter zu stellen. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Schruvetrecker, hey. So, und dann machen wir das mal auf. Guck mal, was passiert. So, aufdrehen. Ich hätte jetzt erwartet. Ach, der ist drisch. Oder es ist verstopft, das kann natürlich auch sein. Ich drehe den jetzt mal auf die andere Seite, was ich eben meinte, was man nicht machen soll. Ja, es kommt ein bisschen Sprit. Ne, hier kommt er. Ach ja. Gut, ein weiterer Grund, warum man diesen Vergaser unbedingt mal der Säuberung zuführen sollte. Der Kanal hier unten ist zu. Ach, hier kommt's doch. Hier kommt's doch alles. Boah. Ja, also das ist jetzt nicht professionell. Normalerweise lässt man den Sprit natürlich in irgendein Gefäß ab und entsorgt den dann oder kippt den bei sich ins Auto mit rein. Weil so viel Sprit wie hier drin ist, das ist so egal, das wird im Auto mit verbrannt. Ne? Jetzt habe ich das hier unten rausgeschraubt, es kam nichts, ja, weil der Kanal hier verstopft ist. Dreht den jetzt um, hier ist ein Lappen drunter. Meine Güte, der ist so dreckig, das ist unfassbar. Ich werde den erstmal, glaube ich, komplett ins Ultraschallbad schmeißen. Mal gucken, was draus wird. So, jetzt riecht hier schon wieder schön nach Sprit. Diese Schraube, wichtig, ne? Aufheben, das ist eine Spezialschraube. Die ist hier unten schon echt vergniest, die muss man auch mal sauber machen. Weil das ist die Schraube, die quasi wieder hier unten, ich drehe die jetzt mal wieder hier rein, damit ich die nicht verliere. Ich meine, kütt dir nichts weg in der Garage, aber suchen musst du trotzdem. So, die drehen wir uns wieder hier rein. Und ich werde den gleich ein bisschen abbürsten von dem ganzen Schmock, der hier drauf ist. Und dann schmeiße ich den erstmal so ins Ultraschallbad rein, damit erstmal dieser ganze äußere Dreck hier weggeht. Und dann werde ich mal anfangen, den auseinanderzunehmen und dann zeige ich euch mal. Ja, wie gesagt, ich hatte es überhaupt gar nicht vor. Ich wollte einfach nur mal gucken, Basti sagte so, ja, ist wahrscheinlich was mit dem Gaszug. Und ja gut, ich nehme es jetzt dankend an, weil ich habe witzigerweise auch bei YouTube gesucht nach Gilera Vergaser Videos. Man findet nichts, gar nichts. Ich meine, das ist jetzt kein spezieller Gilera Vergaser, sondern es ist ein KNG. Also eigentlich ist es der Lorto. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob der mal irgendwann zusätzlich drangekommen ist, wovon ich ausgehe. Weil der Original der Lorto Vergaser, das würde auch draufstehen. Hier steht KNG drauf. Kann man das sehen? Warte. Ja. KNG, hier oben steht das. Und das ist wahrscheinlich einfach ein Ersatzvergaser, der da reingekommen ist. Und ja, ich räume jetzt hier mal ein bisschen auf. Und ich glaube, dann werde ich mal das Ultraschallbad vorbereiten, mal ein bisschen heizen. Und euch mal erklären, was das so macht. Und nachdem ich den ein bisschen sauber gemacht habe und den dann mal ins Ultraschallbad werfe, machen wir die Kamera wieder an. Und dann erkläre ich euch mal, was das denn alles für einen Sinn haben soll. Bevor muss ich diesen Lappen hier rausbringen, sonst falle ich hier gleich um. Bei 30 Grad mit Benzindämpfen macht das keinen Spaß. Also ich habe den Vergaser jetzt schon mal ein bisschen sauber gemacht, also abgebürstet und so weiter. Sieht jetzt gar nicht mehr so schlecht aus von außen. Ich hatte eben gesagt, ich schmeiße den direkt ins Ultraschallbad rein, aber jetzt habe ich mich dazu entschieden, den erst mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Das heißt, wir fangen mal an mit Schwimmerkammer abmachen. Sind hier unten vier Schrauben. Eins. Ja, manchmal sind die sehr fest. Also da das jetzt hier irgendwie nicht der Originalvergaser ist, ich weiß nicht, wie alt der ist. Also der Ansaugstutzen war auf jeden Fall noch der erste, weil die Schrauben, mit denen der fest war am Motor, die waren so verdreckt, das kann nicht gewechselt worden sein. Es sei denn, man ist in der Wüste damit gefahren oder im Park den ganzen Tag hat sich ja den Dreck hochgeschleudert. So, jetzt haben wir die vier Schrauben hier abgemacht
Und jetzt ziehen wir uns hier unten mal diese Schwimmerkammer ab. Sehr sauber. Also das, was man hier sieht, sieht man es hier, das ist echt okay. Ja, normalerweise ist da unten viel mehr Dreck drin. Jetzt sehe ich aber auch, warum der Sprit nicht abgeflossen ist, weil genau da, wo der Sprit abfließen sollte, ist hier irgendwie Schmock drin. Ja, das geht gleich durchs Ultraschall hoffentlich alles raus. Und ich sehe auch, hier sind so wie so Eiskristalle. Ich weiß nicht, was das ist. Hier so weißes Zeug. Also das habe ich noch nie in einem Vergaser gefunden, muss ich sagen. Hier sieht man das. Hier. Wie so Schnee. Wie so Plastikflocken. So, sehen wir hier im Vergaser auch drin. So, was machen wir jetzt? Wir machen uns die Hauptdüse raus. Dazu brauchen wir aber einen größeren Schraubendreher als den, den ich da liegen habe. Ja, wichtig bei den Dingern ist immer, nehmt den richtigen Schraubendreher dafür. Ich weiß jetzt nicht, wo... Ach, da liegt er doch. Da ist er doch, hat sich nur versteckt. Nehmt einen richtigen Schraubendreher dafür. Ihr dreht euch sonst diese Teile kaputt. Die sind aus Messing, also glaube ich jedenfalls. Nehmt was schön Großes hier. Boah, der ist schon wieder so schmockig. Also die ganze Maschine ist einfach so, ja, ungepflegt. Ich mache dem Basti jetzt keinen Vorwurf daraus. Der hat die auch nur gekauft, die hat die nicht neu gekauft. Ups. Das ist die Hauptdüse. So, groß drin ist eine, die steht hier mal drauf, was es ist. Also normalerweise sollte es draufstehen. Ups. Also hier sind wirklich so weiße Kügelchen drin. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, es verteilt sich sogar, ob das so gesund ist. Die Hauptdüse hier ist eine... Sieht man das so? Steht das überhaupt drauf? Das ist ja witzig. Also normalerweise, ich habe hier so ein Düsensortiment. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ah, hier ist es. Ich habe hier ein Düsensortiment, also ein Hauptdüsensortiment für der Lotto-Vergaser. Main Jet. So, die gehen von 60 bis 78. Und wenn man sich so eine Düse hier mal anschaut, dann ist da mal eingeschlagen, wie groß die ist. Das ist eine 66er Düse zum Beispiel. Ich will das jetzt hier nicht vermischen, deswegen mache ich das hier wieder zu. Das ist die Hauptdüse, die ich jetzt hier rausgemacht habe. Da steht gar nichts drauf. Nichts. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie groß diese Düse ist. Also dieser, was war das, PVH, KVH? KNG, dieser KNG-Vergaser, den wir hier haben, das scheint halt irgendein Nachbau zu sein. Das ist scheinbar nicht der Originalvergaser, weil das müsste ein Del Orto sein. Jetzt machen wir uns hier über die Nebendüse raus. Ja, die hat hier immer schief eingedreht, die geht sehr schwer raus. So, drehen wir uns die mal raus, gucken mal, ob da was draufsteht. Nö. Auch nicht. Toll. Nehmt euch eine Box. Ich habe hier so eine Box, da kommen normalerweise so Datensicherungsbänder rein. Ich bin ja eigentlich ITler. Und deswegen ist das hier für mich ja das passende Behältnis dafür. Schmeißt die ganzen Sachen da mal rein. Hauptdüse, Nebendüse. Und jetzt machen wir uns mal hier den Schwimmer ab. Nehmen wir auch mal eine große... großen Schraubendreher für. So. Also der Schwimmer ist dafür da, dass, also es kommt quasi, also die Technik ist immer die gleiche. Sobald der Motor Unterdruck erzeugt, geht der Benzinhahn auf. Das heißt, es läuft Sprit vom Tank zum Vergaser. Damit der Vergaser nicht überläuft, gibt es hier diesen Schwimmer. Und der Schwimmer geht nach oben, und das zeige ich euch jetzt mal, wie das hier funktioniert. Das ist der Schwimmer. Legen wir es auch mal hier bei. So, und das hier ist quasi das Herzstück. Das ist winzig klein. Das ist das Teil, was die Spritzufuhr zum Vergaser quasi absägt. Wie heißt das denn? Schwimmer, Schwimmerkammernadel, Schwimmernadel, wie auch immer. Hier muss man gucken. Die sieht aus wie eine Rakete. Wie so eine Silvesterrakete. Ja, also ist gerade so klein. Wenn ich näher rangehe, sieht man es auch, glaube ich, hier nicht mehr, weil der Fokus dann nicht mehr stimmt. Doch, hier eventuell noch. Sieht aus wie so eine Silvesterrakete.
Und wenn sie das nicht mehr tut, also wenn die Seiten irgendwie abgeflacht sind und das Hütchen quasi verbogen ist, das ist Plastik. Und dann muss man die ersetzen, weil der Vergaser sonst undicht wird. Beziehungsweise er läuft dann über, weil dieses Teil nicht mehr dichtet. Das Teil drückt quasi hier, dieser Messingeinsatz, Entschuldigung, dieser Messingeinsatz hier, da ist das drin. Und da drückt es dann rein, das heißt, wenn der Schwimmer zugeht, der sitzt hier quasi ja so drin, ne, und dann fließt der Sprit und der Schwimmer steigt, ungefähr so, und dann drückt der Schwimmer diese Schwimmernadelventil, heißt es, glaube ich, dieses Schwimmernadelventil hier in diesen Sitz rein. Und das ist da, wo der Sprit herkommt. Ne? Das heißt, wenn das Teil hier oben drin ist, ich habe es mal einfach hier reingesetzt, aus Spaß, dann kommt kein Sprit mehr. Das heißt, dann stimmt der Stand in der Schwimmerkammer, in dieser hier, ne, dann stimmt der Stand hier drin, dann kommt kein Sprit mehr. Ne? Klar, der Roller verbraucht dann Sprit, dann geht es wieder auf, dann geht es wieder zu, das ist quasi so ein dauernder Wechsel. Ich bin jetzt eigentlich schon dabei, warte mal, die Hauptdüse. Die Hauptdüse haben wir ja schon hier. Ich bin jetzt eigentlich schon so weit, dass ich sagen würde, dass ich diese Teile jetzt so wie sie sind ins Ultraschallbad werfe. Das heißt, mache ich jetzt mal fertig. Also ich lasse mal das Badewasser ein. Jetzt haben wir das hier alles schön in dem Ding drin. Passt natürlich nicht, ne? Aber es geht nur darum, dass ich weiß, welche Teile ich da jetzt reinschmeißen möchte. Und lassen wir uns mal ein Bad ein und gucken, was passiert. So. Ich habe jetzt hier mein Ultraschallbad stehen, witzigerweise. Es hat auch eine Heizung, man kann es ja schon sehen. Es ist aber 27 Grad warm, stark, weil es einfach so heiß hier drin ist. Da werde ich auch gar nicht mehr vorheizen. Warmes Wasser hilft immer besser, Verkrustungen zu lösen. So, das heißt, wir tun jetzt mal ein bisschen Wasser hier rein. Es gibt spezielle Zusätze, die man da reinschütten kann, um Teile besser sauber zu bekommen. Habe ich mir nicht gekauft. Ich benutze mal Spüli. Ich habe es mal mit Bremsenreiniger probiert, bis jemand meinte, so, ey, Bremsenreiniger ist so bescheuert, das verflüchtigt sich sofort, deswegen fangt damit gar nicht erst an. Das Wasser ist genauso heiß, weil es hier auch aus der Garage kommt. Jetzt haben wir unsere Teile ja hier. Ja, die Vergaserteile, wie sieht denn das hier überhaupt aus? Ja, stark. Die schmeißen wir einfach hier rein. Ne, wir machen erstmal ein bisschen Spüli rein. Genau, wo ist das Spüli? So, verteilt sich ja auch schon schön hier, ne, weil... Warm genug ist es. Ich habe jetzt hier keine Angst, dass irgendwelche Dichtungen kaputt gehen. Ist mir noch nie passiert. Es gibt Leute, die sagen, ja, alles Gummi abmachen. Ich sage immer, ja, ist okay. Ich mache das aus Hobby, ist in Ordnung. So, die Schrauben von der Schwimmerkammer, die müssen wir nicht mit reintun. Die Schraube vom Schwimmernadelventil müssen wir auch nicht reintun. Ja, den Schwimmer. Tun wir den rein? Quatsch, tun wir nicht rein. Hauptdüse, ja, kein Ding, schmeißen wir rein. Nebendüse schmeißen wir auch rein. Und das Nadelventil, es schadet ja nicht, es ist ja alles da. So, wir machen mal an. Ich bin gespannt, ob der Ton hier komplett übersteuert. Ich lasse das mal 10 Minuten da drin, mache hier mal einen Pilzkin auf und dann schaue ich mal, wie das Ergebnis dann so ist. Schauen wir mal. Oha, ja, das ist laut. Schauen wir, wie das gleich wird. Das ist ein Testschuss. Einfach mal, damit man sieht, was hier passiert. Hier löst sich der Schmock. Das passiert. Es kann natürlich sein, dass das Mikrofon diese Ultraschalllaute gar nicht aufzeichnet. Ich habe es, wie gesagt, noch nie probiert. Aber was man jetzt hier sieht, ist, es bilden sich hier so Schlieren. Mal ein bisschen ranzoomen. Es bilden sich hier Schlieren. Das ist quasi der ganze Dreck, der jetzt hier rauskommt. Und das ist genau der Sinn der Sache. Dass man hier Teile oder Kanäle reinigt, die man... Oh, hier vorne sieht man was schön. Was hier alles rauskommt. Hier, oh, schön. Dass man hier Teile reinigt, die an die man mit normalem Werkzeug gar nicht rankommt. Und das passiert jetzt hier gerade in diesem Ultraschallbad. Die sind auch gar nicht so teuer. Es gibt natürlich welche von bekannten Marken. Das ist so ein China-Nachbau. Wahrscheinlich ist es einfach nur lauter. Ja, es tut dasselbe. Was passiert? Es sind Ultraschall,
Erzeuger rund um dieses Becken eingelassen und die versetzen das Wasser und alles, was sich da drin befindet, in Ultraschallschwingungen. Das heißt, sehr hochfrequente Schwingungen. Und diese Schwingungen lösen quasi den Dreck. Ja, das heißt, alles, was sich in dem Becken befindet, das wird jetzt einmal hier durchgeblasen und der ganze Dreck, der da dran ist, der verabschiedet sich dann hoffentlich. Man kann hier auch gefahrlos reinfassen, alles kein Problem. Man sieht hier diesen Schnee. Seht ihr das? Hier ist dieser Schnee drin. Keine Ahnung, was das ist. Also, ne, besser ist es, wenn es draußen ist. Ich habe jetzt die Kleinteile. Am besten ist es immer, wenn die Teile möglichst weit in der Mitte des Beckens sind. Wenn ich die Kleinteile hier einfach reinschmeiße, das Gitter hier ist zu grobmaschig. Die fallen einfach durch und liegen auf dem Boden. Auf dem Boden ist der Ultraschall-Effekt aber nicht so gut wie in der Mitte des Beckens. Deswegen habe ich die Kleinteile jetzt einfach mal hier mit in den Vergaser geschmissen. Die sieht man jetzt nicht. Die sind jetzt hier in dieser Kuhle mit drin. Ja, werden jetzt quasi genauso gut mitgereinigt wie alle anderen Teile auch. Und ich lasse jetzt einfach nochmal 5 Minuten laufen und dann gucke ich mal, wie das danach aussieht. Ich habe das Bad mal ausgestellt jetzt. Jetzt holen wir uns die Teile mal hier raus, gucken mal, wie das aussieht. Das heißt, nicht umkippen, weil hier liegen ja noch Kleinteile drin. Beziehungsweise die Kleinteile mal hier schön in die Hand gießen. Ja. Also ich finde es okay. Da ist der Düsenstock gerade rausgefallen. Interessant. Der kam eben nicht raus. Warum nicht? Den habe ich eben gesucht, weil ich wollte ihn eigentlich rausschrauben. Hier ist er. Der Düsenstock. In welche Richtung war er jetzt drin? Gute Frage. So natürlich. Wenn der Düsenstock rauskommt, warte mal, muss mal in die Kamera im Bild gucken hier. Das kleine Teil oben, also wir haben ein kleines Stück und ein großes, kann man es hier sehen. Das kleine Stück, das hier, kommt zuerst rein. Ja, also nachher. Ja, was wir jetzt zuerst mal machen, das war ja jetzt Wasser. Wasser hat im Motor nichts zu suchen. Jetzt holen wir uns das andere Teil hier, die Schwimmerkammer holen wir uns auch nochmal raus. Also der Vergaser war jetzt nicht so dreckig, wie ich gedacht hatte. Scheinbar ist der wirklich mal später reingekommen, weil es irgendwie Probleme gab. Ich könnte mir vorstellen, dass das daran lag, dass der Ansaugstutzen irgendwie undicht war. Ich habe jetzt hier mal meinen Kompressor mit einer Druckluftpistole am Start. Und blas das hier einfach mal ab. Hat den Vorteil, es wird trocken. Hauptdüse hier. So. Nebendüse. Dann haben wir den Düsenstock. Ja, das Luft trocknet hier bei der Temperatur sowas von genial. Haben wir hier dieses Schwimmerkammerventil, diesen Stift. Und jetzt haben wir hier quasi den Hauptteil vom Vergaser. Schütteln wir hier noch mal ein bisschen ab. So, wichtig ist hier, blast die Kanäle durch. Ne? Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann blast durch alle Öffnungen, die es hier gibt. Blast da mal durch. Das ist die Ölöffnung hier. Das Wasser wollen wir nicht mehr haben, ne? Das wollen wir alles raus haben hier oder weg haben. Das ist die Choke-Öffnung, kann man auch mal durchblasen hier, also vom Elektro-Choke, der sitzt hier oben drauf. Und wenn wir denken, dass wir das alles so trocken haben, wie wir das haben wollen, dann bauen wir die wieder zusammen. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert. So, das ist jetzt so fake, dass es faker nicht gehen kann. Dieser Arbeitsplatz entspricht nicht dem, wie ich sonst arbeite. Es ist sonst alles sehr, sehr unordentlich. Ich habe das hier mal präpariert.
Wir fangen jetzt mal an mit der. Womit fangen wir an? Mit dem Schwimmer. Wie kommt er denn rein? Der Schwimmer hat hier quasi einen Stift. Er sitzt quasi hier in so einer Hülse drin und wird festgehalten von dieser Knebelschraube. Was heißt Knebelschraube? Die hält das einfach nur fest. Dann haben wir hier das Schwimmernadelventil, das Raketenventil. Das hat hier oben einen Käfig. Dieser Käfig wird hier eingehängt. Wie man das sehen kann hier. Das heißt, das Schwimmernadelventil hängt hier frei dran. So, setzen wir uns das hier ein. In diesen Messingkörper hier. Wir gucken, dass diese Stange hier dahin geht, wo sie hingehen soll. Tut sie das? Man sieht, sie im Glück zwingt dann schon. Dann haben wir diese Schraube, die das hier festhält. So. Da ist ein bisschen Lütt. Im Großen hier. Und schrauben uns das hier wieder fest. Also diese Schraube sorgt eigentlich nur dafür, dass diese Stange, die ihr gerade gesehen habt, nirgendwo hin kann. So, und wenn wir den jetzt hier, der ist ja federnd gelagert, wenn wir den jetzt hier so bewegen können, dass er sich frei bewegen kann, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann funktioniert das. Wichtig ist, dass dieses Schwimmernadelventil hier auch ordentlich drauf sitzt. Ich sehe gerade, es ist ein bisschen schief. Aha, so, das ist gerade. Ich halte das nochmal hier rein. Das Wichtige ist, dass hier auf diesem Metallstreifen, den ihr hier seht, dass da das Schwimmerkammerventil gerade drauf sitzt. Das tut es jetzt. Das heißt, wir machen mal weiter und setzen uns mal den Düsenstock ein, hatte ich eben schon gesagt, ne? Es gibt eine kleine und eine dicke Seite. Die dicke Seite ist unten, also in der Schwimmerkammer drin. Die kleine Seite ist die, die nach oben zeigt. Das heißt, es fällt hier einfach nur rein. Es ist jetzt natürlich kein Originalvergaser, deswegen ist es ja recht uninteressant, sage ich mal so, weil bei anderen Vergasern muss der Düsenstock wirklich aktiv rausgeschraubt werden. Hier ist das nicht so, hier fällt der einfach raus. Schrauben wir uns die Hauptdüse, deren Größe wir gar nicht kennen, wieder fest. Ja, nehmt einen ordentlich großen Schraubendreher, macht euch das nicht kaputt. Nebendüse, das ist die Leerlaufdüse. Ja, die ist quasi immer offen. Das heißt, die lässt immer Sprit für den Leerlauf durch. Die ist natürlich viel kleiner als die Hauptdüse, weil der Motor viel weniger Leistung bringt an der Stelle. Ich hatte eben schon gesagt, die ging schwer raus und sie geht auch schwer rein. Das heißt, das Gewinde, es ist irgend so ein China-Vergaser. Also nichts gegen China, aber die Fertigungsqualität ist nicht so gut wie bei den Dell'Orto-Vergasern, die ja, glaube ich, aus Italien kommen oder so. Das heißt, wir drehen uns diese Nebendüse jetzt wieder hier rein, beziehungsweise die Leerlaufdüse. Und jetzt haben wir nur noch die Schwimmerkammer hier. Ist auch schön sauber geworden. Ich hoffe, dass hier unten diese Geschichte mit dem. Die können wir gerade nochmal rausmachen, die Schraube hier. Eigentlich hätte ich die auch im Ultraschallbad rausnehmen sollen. Es war jetzt ein bisschen blöd, die drin zu haben. Aber es gibt ja Trick 17. Trick 17 ist immer Druckluft, ne? Trick 17 ist Druckluft mit einer Druckluftpistole hier. Einfach mal diesen Kanal hier durchblasen. Ihr werdet es wahrscheinlich nachher nicht mehr brauchen, ne? Aber man lässt mal den Sprit nochmal ab, wenn man den Vergaser nochmal Ultraschall reinigt. Wahrscheinlich habt ihr da schon längst einen neuen Roller gekauft oder was auch immer. Das muss man wirklich nicht so oft machen, hier einen Vergaser reinigen. Nur wenn er wirklich komplett verschmockt ist. So, sieht schön aus, wie neu eigentlich. Und jetzt drehen wir uns diese Ablassschraube hier wieder rein. Zap, zap. Und jetzt stecken wir uns die Schwimmerkammer wieder hier drauf. Achtet auf die Richtung. Es gibt noch so ein Röhrchen hier. Das hat hier quasi den Kanal. Ja, das kommt hier so wieder drauf. Jetzt stecken uns die Schrauben hier erstmal alle rein. 4 Stück waren das ja. Und sieht man das überhaupt? Ja, sieht man. Sehr gut. Kreuzschlitz. PH2 war das hier. Also ein großer Phillips-Schraubendreher.
Jetzt machen wir die erstmal handwarm fest alle. Weil wie ich schon erzählt habe, ne, immer alles, was mehrere Schrauben hat, um ein Bauteil einem anderen zu befestigen, am besten über Kreuz anziehen. Das heißt, wir drehen uns die jetzt alle hier erstmal ein bisschen rein. Ja, also es ist die Qualität, naja, man merkt halt schon, die geht schwerer rein als die anderen. Das heißt, das Gewinde, was auf der anderen Seite ist, ist auch nicht so gut wie bei den anderen Schrauben. Fertigungsnuancen hier, ne? So, ziehen wir die mal fest. Dann die auf der anderen Seite. Und die beiden anderen. Perfekt. Was wir jetzt hier in der Hand halten, sieht ja, von dem Schmock, der jetzt nicht abgegangen ist, mal abgesehen, aus wie ein brandneuer Vergaser. Das gefällt mir. Ja, weil die Sache ist immer die, wenn man es anfasst, dann kann man es eh machen. Also das ist meine Meinung. Ne? Bevor ich jetzt hier irgendwie den Ansaugstutzen, den hatten wir ja hier, ist der dreckig, bevor ich den Ansaugstutzen erneuere, weil ich sehe, der ist porös und der bricht, ja, oder den Membranblock, weil ich sehe, ich kann durchgucken und die Membranen dichten nicht mehr und lasse den Vergaser so, wie er ist, ich habe ihn in der Hand, ich mache ihn dann eh sauber, ne? Weil alles andere bringt nichts, wenn man sich die Arbeit schon mal macht, dann macht man das mit und das haben wir jetzt gemacht. Das ist der letzte Arbeitsschritt für heute. Warum ist das so? Erstens, ja, es ist 11:15 und zweitens brauchen wir neue Teile. Wir brauchen den Ansaugstutzen neu und wir brauchen den Membranblock neu. Das muss ich dem Basti noch irgendwie beibringen. Ich hoffe, er versteht das und findet das auch in Ordnung. Und wenn wir diese Teile neu haben, dann können wir uns dran machen, das Teil wieder, also den Roller wieder zusammenzustecken und hier das Standgas einzustellen mit der Standgasschraube. Und hoffen, dass ihr eben keine Nebenluft bekommt, dass der Gaszug irgendwie, da muss ich mir noch eine Hülse besorgen, dass die beiden Gewindeenden aufeinander passen. Und dann gucken wir einfach mal, wie das wird. Und deswegen ist heute mal Schluss. Und dann mache ich weiter, wenn ich die Teile habe. So, jetzt sind ein paar Tage vergangen. Jetzt habe ich die Teile aber hier. Ich muss immer noch mal aufs letzte Video schauen, wo ich denn aufgehört habe. Ich habe aufgehört dabei, den Vergaser wieder zusammenzusetzen. Jetzt sind wir hier wieder am Motor angekommen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen sauber gemacht. Also diese Fläche hier habe ich mal mit Bremsenreiniger und einem Tuch hier sauber gemacht. Den ganzen Schmock hier, der hier war, weggenommen. Jetzt können wir uns das Tuch hier wieder rausziehen. Genau, und hoffen, dass nichts da reinfällt. Sieht aber gut aus. Membranblock. Ja, wie war der? Es gibt eigentlich immer nur eine Richtung, die der passt. Sieht gut aus. Ich gucke mal, ob er in die andere Richtung auch passen würde. Nö. Sie hatten eine faire 50-50-Chance. So. Gibt Leute, die dichten das hier ab mit Hylomar oder irgendwelchem anderen Zeugs. Wenn das hier sauber ist, dann muss man das eigentlich nicht machen. Deswegen lasse ich das hier auch sein. Jetzt haben wir hier den neuen Ansaugstutzen. Setzen wir uns jetzt auch mal hier drauf. Jetzt kommt wieder hier das schöne Werkzeug, was hier auf den Torx mit Pin passt. Drehen wir das mal hier rein. Auf der einen Seite so ein bisschen, ach, ist magnetisch hier, deswegen. Auf der anderen Seite so ein bisschen, und dann ziehen wir das quasi gleich immer in vorsichtigen Schritten, ziehen wir uns das fest. Die Schelle, die ihr hier seht, ist auch nicht die originale, die halte ich jetzt gleich nochmal hier, die liegt hier noch, glaube ich, irgendwo. So, jetzt machen wir es uns mal hier fest. Also die Schrauben waren ja erstaunlicherweise gar nicht so fest dran. Normalerweise, wenn man das erste Mal aufmacht, dann hat man das Problem, dass diese Schrauben sehr, sehr fest sitzen. Das war hier nicht der Fall. Deswegen mache ich sie jetzt auch so fest nicht wieder rein. Also mit einem, ich habe es jetzt hier ganz normal mit einem ja, Schraubendreheraufsatz gemacht. Ne? Also wie ein Schraubendreher. Sollte eigentlich reichen. Das ist die alte Schelle hier. Ja, da ist so eine Kreuzschlitzschraube dran oder das, was mal eine Kreuzschlitzschraube war.
gefällt mir einfach nicht. Das Schöne an diesen Schlauchstellen ist, sie sind sehr günstig. Es gibt sie eigentlich in allen Größen. Und man kann sie vor allen Dingen, was ich da am besten noch dran finde, mit einer Nuss festziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich diese Nuss hier habe. Das ist eine 7er Nuss. Also bei diesen Schlauchstellen ist das hier eine 7er Nuss. Das heißt, man kann hier einfach einen Schraubendreher draufsetzen, eine 7er Nuss, und kann das dann festziehen. Sehr praktisch. Muss natürlich hier gucken, dass der Antrieb irgendwo sitzt. Das ist hier, genau, hier ist nämlich noch ein Unterdruckschlauch vom irgendwie so einem Sekundärluftsystem oder was es auch immer ist. Wie machen wir jetzt weiter? Eigentlich kann ich mal den Vergaser schnappen. Schön, dass ich mir das alles schon bereitgelegt habe hier. Nicht um die Bühne rum. Vergaser zu mir. Wo ist er denn? Ist er doch. So. Jetzt habe ich den Vergaser, den habe ich ja im letzten Take hier quasi zusammengebaut. Jetzt nehmen wir uns den her. Genau, das ist die Motorseite, die kleine. Die große ist die Luftfilterseite. Das heißt, der kommt natürlich dann so hier wieder rein. Anders wird es auch gar nicht passen. Was ich gerade sehe, der Ansaugstutzen, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennt, der hat hier oben eine Nut. Und der Originalvergaser, der hat hier eine Metallnase. Ja, das ist dafür da, damit der ausgerichtet eingebaut wird. Das haben wir hier nicht. Das heißt, wir können eigentlich nur hingehen, Vergaser hier drauf machen und hoffen, dass das in der richtigen Position ist. Ich ziehe diese Schlauchstelle jetzt deswegen noch nicht fest, weil ich jetzt den Luftfilter noch dran machen muss. Hier kommt der Choke rein, hier kommt der Gasschieber rein, der liegt ja schon hier. Das mache ich aber erst, wenn ich die komplette mechanische Konstruktion jetzt hier komplett zusammengebaut habe und, ich das noch bewegen kann hier. Vorher macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen werde ich jetzt mal mich dran machen, den Luftfilter anzubauen, beziehungsweise Luftfilterkasten. Und da war es ja so, da haben wir festgestellt, ja, da waren keine Schrauben dran. Ich muss gleich mal im Fundus schauen. Das mache ich jetzt mal, bevor ich das Video wieder starte, was ich da verschrauben habe. Und dann gucken wir uns mal an, wie wir den Luftfilterkasten wieder dran machen hier. So, gucken wir wieder auf den Vergaser hier, luftfilterseitig. Wir haben jetzt hier noch zwei Schläuche dran. Der eine Schlauch ist der Ölschlauch. Machen wir uns jetzt hier wieder drauf. Am besten irgendwie, indem man das hier zusammenpresst mit einer Zange. Das ist sehr ölig, haut auch leicht ab. Lässt sich hier wirklich schwer zusammendrücken. Ah, jetzt geht es. Warte mal, am besten ziehen wir uns den mal nach hinten. So, wir ziehen uns den nach hinten, genau, das ist besser. Wir ziehen uns diese Schlauchstelle nach hinten, drücken den Schlauch drauf und jetzt können wir uns die Schlauchstelle wieder hier mit der Spitzzange quasi groß machen und dann wieder hier auf den Anschlussstutzen hier oder wie auch immer sich das nennt hier aufschieben. Das ist noch nicht schön. Ich meine, es war vorher wahrscheinlich auch nicht schön, aber sollte natürlich besser werden, als es vorher war. Schwer arbeiten hier. Ist die Verkleidung im Weg? Ja, also es sollte natürlich so weit wie möglich nach vorne, wie es geht. So. Ist das besser? Naja, geht so, nicht? Also man müsste eigentlich hier oben drücken und mit dem Schraubendreher unten nachziehen. Ah, so, jetzt klappt das. Jetzt ist sie da, wo sie hin soll. Hält quasi den Ölschlauch hier fest. Jetzt haben wir den Spritschlauch noch. Da waren ja vorher überall Kabelbinder dran. Der Spritschlauch ist auch ein bisschen kurz, muss ich sagen. Ne? Stecken wir uns mal hier drauf. Das ist auch eine neue Schlauchstelle drauf. So, die tun wir uns jetzt mal von oben hier. Klappt das überhaupt? Von oben hier nach unten ziehen, also groß machen. Schraubendreher ein bisschen runterdrücken hier.
ja gar nicht mal so gut. Die hängt da hinten noch irgendwie. Ist wieder abgerutscht. So. Jetzt hängt sie quasi über dem Stutzen, den sie hier festhalten soll. Könnte sie noch ein bisschen tiefer machen. Ah ja, Feintuning, ne? Das ist halt schwierig ranzukommen, hier muss ich sagen, weil hier oben ist die Helmfachverkleidung. Da komme ich nicht ran. Von unten hast du auch keine Chance. Ja, es ist halt live. Alles live hier. Ah, ne, jetzt klappt es aber besser. So. Ja. So. Siehst du da, wo sie hin soll? Genau, perfekt. Ich habe mal geguckt hier. Also der Luftfilterkasten hat an der Befestigung hier, das ist hier so ein Steg, da braucht man eine lange Schraube für. Die kommt quasi hier von außen rein. Und da habe ich noch so eine Maschinenschraube gefunden hier. Die ist zwar ein bisschen zu lang, aber passt. Wir haben hinten Platz. Das heißt, die nehme ich gleich, um das hier festzuknebeln. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal den Luftfilterkasten und stecken uns den mal hier rein, wo er am Ende hin soll. Gucken wir mal, ob der hier über den Versorger geht. Deswegen ist es halt praktisch, wenn man es noch nicht alles fest anzieht, wenn man sich das jetzt hier einfach zusammenstecken kann. Uff da. So. Jetzt sitzt er hier quasi drauf. Hier ist auch eine neue Schlauchstelle drauf. Ah, das war jetzt natürlich weniger geil. Ist die Schlauchstelle gerade abgekommen? Norrens. Ach meine Güte. Also heute ist er irgendwie, ist der hier auseinandergegangen. Hier drin gibt es natürlich, der Schlauch ist natürlich nur gesteckt hier. Müssen wir uns jetzt hier wieder in den Luftfilter reindrücken. So. Sitzt er wieder drin. Ich mache, glaube ich, diese Schelle hier nochmal ein bisschen auf. Damit wir ein bisschen mehr Luft haben, dass sie wirklich nur da ganz locker drauf sitzt. Machen uns die Schelle jetzt wieder hier über den Luftfilter drüber. Also über diesen Ansaugstutzen hier vom Luftfilterkasten. Fangen nochmal von vorne an. Das denn hier? Da ist die Halterung, so müsste es hin. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch runter. Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns hier die Schlauchstelle nicht wieder abrutscht oder abhaut. Ich weiß nicht, warum ich hier überhaupt ein Video drüber mache, aber eigentlich ist das ja der Sinn der Sache, dass man mal zeigt, dass es halt nicht so einfach ist. So, jetzt steckt der Schlauch hier drauf, auf dem Vergaser, ne, an der Luftfilterseite. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier über diese Aufnahme am Variokasten komme, weil da soll der Luftfilter am Ende ja hin. So, das tut er jetzt hier. Und vorne, wie ist es vorne? Genau, vorne hat er auch eine Aufnahme. Ich sehe aber gerade, er drückt hier irgendwie alle Schläuche platt. Warum tut er das? Ja, weil der Benzinschlauch so kurz ist. Warum das so ist, weiß ich nicht. Der Benzinschlauch ist sehr, sehr kurz. Aber vorne, ich sehe vorne, ich habe hier eine Schraube, die passt. Das ist eine Maschinenschraube M6. Die muss ich jetzt eigentlich nur noch, ne? Das ist immer die Sache. Ich stecke mir die jetzt hier mal auf dem, das passt auch alles so schlecht hier. Das Problem ist einfach, da ist die Verkleidung im Weg. Das heißt, man muss jetzt hier den Luftfilter runterdrücken, also den Luftfilterkasten. Und dann diese Schraube hier durchfummeln. Man sieht es jetzt natürlich nicht. Und die dann versuchen, da in das Gewinde zu kriegen von dem Luftfilterkasten. Ja. Schwieriges Unterfangen, kann ich da nur sagen. Jetzt hier oben noch ein bisschen drücken. Das ist quasi die vordere Verschraubung von dem Luftfilterkasten. Ne? Das M6, da ist am Luftfilterkasten selber. Der hat ein Innengewinde. Ja, das heißt, man könnte diese Schraube
da eigentlich reindrehen. Funktioniert gerade so überhaupt nicht. Wir fangen mal mit der hinteren Schraube an, gucken, ob das dann besser funktioniert, wenn der hier hinten schon fixiert ist. Das ist quasi diese Maschinenschraube hier, die ich hier eben hatte. Hier ist ein Loch extra dafür gelassen, in dem Luftfilterkasten, damit man die da durchstecken kann. So, die geht da durch und kommt hoffentlich auf der anderen Seite wieder raus. Ich hatte ja gesagt, die ist ein bisschen länger als benötigt. Also ich weiß, warum der Luftfilterkasten nachher nicht mehr dran geschraubt worden ist, weil das nämlich einfach schwierig ist hier. Das ist deswegen schwierig, weil diese Passung hier einfach nicht stimmt. Ich komme hier hinten, das ist ja nicht der Originalvergaser. Ich kann jetzt mal versuchen hier zu drehen, ob sich dann was tut. Ja, die Schraube müsste jetzt eigentlich nur ganz normal durchgehen. Tut sie aber nicht. Also, ich versuche hier mal zu drehen. Nee, das bringt es vorne und hinten nicht. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, dass sie hinten nicht durchsteckbar ist. Und drehen nutzt es auch nichts, weil das sind einfach nur zwei Passhülsen. Da ist nichts, was schraubbar wäre. Das heißt, wenn der Luftfilterkasten in Position ist, müsste die Schraube eigentlich hier hinten wieder rauskommen. Ne? Das ist mir dieses eigentlich. Mal hier ein bisschen wackeln. Ach Mensch, tut sich irgendwie nichts. Das Problem ist, das kriege ich auch nicht mehr raus. Ne? Was ist denn da drin? Die Sau. Jetzt können wir natürlich nochmal vorne probieren, ob wir diese Schraube da reingedreht bekommen. Ja, also man braucht dafür Geduld. Ja, das ist bei mir generell irgendwie schlecht mit bestellt manchmal. Ich habe das eben natürlich im Trockenen ausprobiert, ne? Klar, ob die Schrauben passen. Die passen auch. Ja, die Sache ist halt die, ja, du müsstest jetzt hier mit einer Hand irgendwie das so führen, dass das Gewinde da passt. Mit der anderen Hand hier die Schraube versuchen hier reinzudrehen. Also das ist fast, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich habe auch gerade überhaupt keinen Bock auf dieses Video hier, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das kickst mich alles hart an. Ja, jetzt bräuchte ich eine dritte Hand. Man muss sich hier nämlich vorne, sieht man jetzt nicht, muss man nämlich sich das Gewinde dahin tun, wo es hin muss. Und dann, nach zu guter Letzt, die Schraube da eindrehen. So, ich versuche das jetzt noch einmal. Wenn das nicht funktioniert, dann... Na, sag bloß. Ach, ich glaub's ja nicht. Ich fluche ja immer und je mehr du fluchst, am Ende funktioniert. Ich mache euch noch ein Foto davon, wenn das funktioniert. Also vorne ist er jetzt fest. Ja, und er ist wirklich fest. Hinten habe ich jetzt das Problem, dass die Schraube einfach nicht durch will. Sie will nicht dahin, wo sie hin soll. Das heißt eigentlich, müsste ich da noch ein bisschen nachhelfen. Er sitzt, der Luftfilterkasten ist verkantet, weil der Vergaser zu groß ist. Ich sehe den Schraubenkopf auch nicht. Ich muss da gerade meine Lampe holen hier. Eigentlich müsste der Schraubenkopf zu sehen sein, weil er muss ja irgendwo hin. Also das heißt, der Schraubenkopf, das Gewinde am Ende. Ich guck mal von der anderen Seite, sieht man aber auch schlecht. Ah, Moment, wie ist das denn? Ja, also das ist ein Unterfangen hier. Das ist das Problem, es ist kein Originalvergaser. Und deswegen, ich gucke jetzt mal hier von der anderen Seite. Ja, es ist kein Originalvergaser.
Also mit der Schraube kommen wir da auf keinen grünen Zweig, weil sie geht einfach nicht durch. Und sie geht deswegen nicht durch. Jetzt ist auch der Vergaser schon wieder aus dem Ansaugstutzen gerutscht hier. Es passt vorne und hinten nicht. Also ich weiß noch nicht, wie ich jetzt hier weitermachen soll. Das ist so verbastelt, dieses Scheißgerät. Das regt mich so auf. Wenn die Leute mal wenigstens was machen würden, wovon sie Ahnung haben, aber das scheint nicht so Trend zu sein. Man kann das hier alles auf Pass bringen, ne? Aber wenn man das tut, dann passen die Schraublöcher nicht mehr. Weil dieser Vergaser ist scheinbar wirklich anders dimensioniert als der Originale. Er sitzt hier schon, ne? Also das ist keine Frage. Aber dann passt die Schraube vom Luftfilterkasten nicht mehr, weil der sitzt hinten zu hoch. Deswegen kriege ich die nicht mehr rein. Ich kriege die einfach nicht da durch. Also das heißt, ich krieg's rein, ich krieg's auf der anderen Seite aber nicht durch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse es einfach so. Vorne ist es fest, hinten steckt die Schraube drin. Ja, die Schraube steckt drin, die verliert man wahrscheinlich irgendwann. Ja, ich lasse es so. Das ist jetzt mein Idee auf Perfektion, das ist mir jetzt Banane. So, das heißt, Luftfilterkasten ist dran. Und wir schrauben uns jetzt hier die Rohrschellen hier fest, diese Klemmen. Also das ist wirklich so verbastelt hier. Aber es kann nur besser werden, hatte ich ja schon gesagt. Das ist eine Sache, da war so viel falsch. Vor allem die Standgasschraube, das war wirklich die größte Katastrophe. Wenn ihr den Luftfilter festschraubt, passt bitte darauf auf, dass ihr euch da bei den Vergasern nicht irgendwie ja, wieder rauszieht. Ne? Man schraubt und schraubt und schraubt und sieht dann nachher gar nicht, dass der Schlauch unten abgerutscht ist. Und dann denkst du dir irgendwann so, ey, eigentlich müsste ja schon langsam mal fest sein. Und du ziehst hier den Schlauch einfach unten nur zusammen, weil er über den Vergaser gerutscht ist. Hier sieht es aber super aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Am besten mal von der Seite geht es auch. Jetzt muss der Vergaser natürlich wieder in den Ansaugstutzen hier rein. Also er ist ja schon drin. Muss natürlich so weit drin sein, dass man das hier gefahrlos zudrehen kann. Ja, passt mir das hier? Finde ich das gut? Das ist eigentlich noch zu wenig. Also der Vergaser passt hier nicht rein. Das ist das Problem. Man kann das hier ein bisschen mit Gewalt irgendwie versuchen. Aber was ich ja vorhin schon gesagt hatte, oder ne, es ist ja so, der Vergaser zieht, ja, er würde so Falschluft ziehen hier. Das bringt überhaupt gar nichts. Ich muss hinten nochmal aufmachen. Also es passt vorne und hinten nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Video überhaupt drehe, weil es ist einfach echt nur Bullshit. Also, denke ich mir gerade mal, weil ein nicht passendes Teil in einen Roller einzubauen, das ist halt Quatsch. Der Winkel passt nicht irgendwie. Ich mache es jetzt mal folgendermaßen. Ich drehe jetzt mal den Vergaser vorne fest. Der Vergaser sitzt jetzt. Jetzt hole ich mir die Schlauchschelle hier nochmal hoch. Damit ich die festdrehen kann. Ja, aber irgendwie. Das kann so nicht gehen. Das kann so nicht funktionieren. Ich kann es nur versuchen. Also wie gesagt, das ist hier so eine. Ja, warum ist das betreute Schrauben? Das ist eigentlich betreutes Müll zusammenschrauben hier. Weil das ist Müll. Das ist Müll, dass der Vergaser nicht der Originalvergaser ist. Und deswegen hier nicht passt. Man kann es probieren. Werde ich dem Basti dann auch sagen. Also es sitzt hier schon. Klar sitzt es. Hinten sitzt es auch. Sitzt auf jeden Fall besser als vorher. Vor allen Dingen sitzt der Luftfilterkasten jetzt überhaupt mal fest. Also vorne geschraubt und hinten, naja, steckt die Schraube halt drin. So, jetzt wieder aufpassen, dass man sich hier den Schlauch nicht einfach krumm zieht. Das sieht aber gut aus.
Ich hatte ja erzählt, dass hier zwei Gewinde aufeinander stoßen. Das gucken wir uns gleich auch mal an. Ich muss gleich hier den Gasschieber wieder einsetzen. Das machen wir wieder mit einer Aufnahme von oben, dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ja, jetzt haben wir hier einen weiteren Teil. Brauche ich diesen Roller jetzt schon? Also am liebsten würde ich ihn jetzt einfach vom Hof schieben. Geht aber nicht. Zusammenbauen muss ich ihn noch. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man den Gasschieber wieder in den Vergaser einsetzt. Ich habe den Spritschlauch wieder abgemacht jetzt hier, weil der mich so behindert dabei, das hier rein zu tun, dass es einfach nicht funktioniert hätte. Der ist so kurz, der ist so spack hier. Der Gasschieber, es ist ein China-Vergaser. Ja? Es ist einfach, es passt nichts aufeinander. Die Düsennadel wackelt unten so rum, dass sie nicht in die Nadeldüse reinpasst. Und ich brauchte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Versuche, das Teil hier reinzubekommen. Jetzt ist es drin. Ja? Das heißt, der Gasschieber ist wieder da, wo er hin soll, im Vergaser. Oh Gott, jetzt muss ich rauskommen. Oh Gott. Oh mein Gott. So, jetzt ist er wieder drin. Jetzt schrauben wir uns das Teil hier oben wieder drauf. Das heißt, dafür müssen wir die Feder komprimieren. Dann klappt das hier auch. Wo ist die Schruf dafür? Da. Klong. Fällt der Schruvetrecker runter, wie ich das nicht machen wollte. So. Das heißt, wir schrauben uns das jetzt hier wieder fest. Ja, hier sind diese Gewindedinger, die ich meinte, ne? Das ist wirklich, also das ist ein Schrott hier. Meine Güte, Kernschrott. So, klappt das hier? Ja. Also ich drehe am Gasgriff oben. Man sieht es hier, der Bautenzug spannt sich. Der Gasschieber geht hoch und runter. Ist ja schon mal was. Ne? Jetzt müssen wir den E-Choke noch einbauen. Bevor wir den E-Choke einbauen, ich überlege gerade, ob wir vorher den Spritschlauch drauf machen. Ich glaube ja. Also setzen uns den hier wieder drauf, ziehen uns hier das Klemmerchen ein bisschen nach unten, nehmen uns eine Spitzzange her, ziehen das hier auseinander oder drücken das zusammen und dann können wir diese Klammer hier wieder unten aufbringen. Besser als ein Kabelbinder, das ist allemal. Jetzt habe ich hier das Problem, dass ich eigentlich da hier drei Hände für bräuchte. Mit links die Zange, ja toll. So. Ach, das ist doch alles ein Käse hier. Riesengroßer Käse. So, zusammendrücken, runterschieben. Funktioniert. Genau, jetzt sitzt er auch hier so, wie er soll. Jetzt haben wir quasi diese Spritschlauchklammer wieder unten auf dem Stutzen selber, wo sie hingehört. Es gab hier eine Dichtung. Die Dichtung ist für den E-Choke. Die saß quasi hier drin. Wichtig, dass die hier ordentlich passt. Die ist ja schon ein bisschen alt. Ich sag mal so, ne? Da zieht sich fest. Ich hatte die eben mal so ein bisschen lang gezogen. So, jetzt sitzt sie hier in ihrem Sitz. Perfekt. Wo ist der Choke? Choke zu mir. Hier ist er. Meine Güte, hier fällt auch halt alles von der Bühne. Nichts klappt. Das ist gelogen. Nichts klappt. Eigentlich klappt es ganz gut. Setzen wir uns den Choke hier wieder rein. Der wird mit zwei Schrauben hier festgemacht, also wie jeder andere Choke halt auch. Schraubendreher ist eigentlich ein bisschen zu lütt dafür. Schraube 1. Die andere mache ich mal lieber hier von unten rein, weil sonst von oben sehe ich nämlich gerade gar nichts. Holen wir uns mal einen ordentlichen Schraubendreher dafür. PH2. Dann drehen wir uns den Choke hier mal fest. Ich habe eben überlegt, was machst du denn? Jetzt hast du schon so viel Video gemacht, wenn es am Ende nicht klappt. Ja, klappt es halt nicht, ne? Dann wird das ein Fail-Video. Von wegen so, ja, sorry, habe ich probiert, klappte nicht. Der Choke braucht natürlich noch eine elektrische Verbindung. Und die ist
Wo? Hier. Hier ist sie, ist einfach nur ein Stecker. Und der Choke kriegt ja Strom. Wenn der Motor läuft, kriegt er 12 Volt von der Lichtmaschine. Und fährt er langsam rein und verschließt diese Zusatzluftzufuhr. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Schlauch vergessen habe, aber der Schlauch, der den Benzinhahn aufmacht, der sitzt am Motor irgendwo dran. Ich habe den Benziner noch nicht gesehen. Der Tank ist irgendwie, wo ist der Tank? Der ist vorne zwischen den Beinen, im Mitteltunnel quasi, wenn man das so nennen kann hier. Und ja, jetzt ist alles wieder zusammen. Was wir jetzt machen können, ist versuchen zu starten. Dafür tue ich die Kamera aber mal von der Bühne, weil die steht mit zwei Beinen vom Stativ auf der Bühne drauf. Das will ich jetzt nicht riskieren, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja, das ist wirklich kein Fake hier, ne? Ich habe jetzt die Kamera umgestellt und probiere das erste Mal aus. Ich weiß gar nicht, ob das klappt hier, ob die Batterie überhaupt geladen ist. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Bremse ziehen, wie immer irgendwie. Liegt hier noch irgendwas? Mal starten. Ach ja, richtig, der Anlasser ist auch kaputt. Der greift nämlich nicht. Das glaube ich jetzt mal wirklich nicht irgendwie. Das ist ja geil. Nach der ganzen Flucherei, ja okay, gut, Standgas halt, ne? Der ganze Flucherei springt ja doch wirklich an. Also finde ich beeindruckend. Ja, es liegen hier 1000 Werkzeuge drauf. Das ist das, was Krach macht hier. Man müsste jetzt natürlich das Standgas einstellen. Weil der ist jetzt wahrscheinlich ausgegangen, weil der Choke natürlich zurückfährt. Kann man überhaupt was hören, weiß ich gar nicht. Aber er läuft. Und der tourt auch auf und ab. Standgas gehört eingestellt, weil wenn ich jetzt oben loslassen würde, dann würde er ausgehen, ne? Klar, weil ich habe die Standgasschraube komplett zurückgedreht, was natürlich im Umkehrschluss heißt, er gibt überhaupt kein Gas im Leerlauf und das müssen wir jetzt natürlich noch machen, ist schwierig, weil der Luftfilter davor ist. Ich gucke gleich mal, ob ich das noch irgendwie machen kann, aber wenn ich jetzt hier loslasse, geht er aus, klar. Ne? Er geht deswegen aus, weil jetzt überhaupt kein Standgas eingestellt ist. Und man müsste jetzt die Schraube ein bisschen reindrehen. Ich gucke mal, ob das irgendwie funktioniert. Und ja, sag gleich nochmal Bescheid, würde ich meinen. Also laufen tut er ja, was schon mal wirklich beeindruckend ist. Er tut auch auf und ab. Das heißt, der Gasschieber hängt nicht. Nach diesem ganzen Heckmeck, den überhaupt reinzubekommen, wundert mich das wirklich enorm. Jetzt müssen wir eigentlich nur das Standgas einstellen und dann könnte man damit mal eine Probefahrt machen, wenn es denn dann funktioniert. Ich schaue mal, ob das irgendwie klappt und dann machen wir mal weiter. Es ist mit Biegen und Brechen hinbekommen, das Standgas irgendwie einzustellen. Meiner Meinung nach läuft jetzt auch ordentlich. Der Anlass ist immer noch kaputt. Ja. Kommt hier leicht über 1000 Umdrehungen, hat ein Drehzahlmesser drin. Wenn der Roller unter 1000 Umdrehungen kommt, dann fängt das Display an zu flackern, um einem zu sagen, irgendwie, beziehungsweise kommt wahrscheinlich durch die Lichtmaschine, weil die keinen Strom mehr produziert. Und läuft eigentlich ganz gut, würde ich mal meinen. Ein bisschen Öl im Kurbelgehäuse hier irgendwie reingelaufen wahrscheinlich. Die lange Standzeit, aber naja. Also tourt auf, tourt ab. Den werde ich jetzt mal auf die Straße bewegen und dann mal erzählen, wie das so war, würde ich mal meinen. Dafür machen wir ihn aus, Bühne runter und dann schauen wir mal. Ja, was soll ich sagen? Ich bin mal Probe gefahren und ich bin wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Nach diesem ganzen Scheiß, auf Deutsch gesagt, den ich hier gesehen habe,
Das Standgas, ja, ist in Ordnung. Jetzt, nachdem ich das hier mal irgendwie mit diesen beiden Muttern getuned habe, ich werde gleich noch ein bisschen irgendwie aneinander tapen oder so. Also ich bin froh, wenn das Ding läuft, sage ich ganz klar. Ne, das wird jetzt hier nicht die Perfektion. Das Standgas ist jetzt so eingestellt, dass es funktioniert, wenn der Anlasser geht. Ist bei 1100 Umdrehungen oder so. Kann natürlich hier jetzt noch ein bisschen feintunen irgendwie. Ja, aber es reicht mir eigentlich. Ich mache jetzt diese beiden Gewinde hier gegeneinander fest und dann hat sich die Geschichte, weil dann geht der im Stand nicht mehr aus. Das hatte ich eben eine Zeit lang, dass der im Stand aussah, dass ich ihn irgendwie bei Laune halten musste an der Ampel oder so. Ich mache das jetzt genauso fest, wie das hier ist, mit Tape oder was auch immer. Und da kriegt der Basti den wieder. Fertig. Ja, weil er ist jetzt betriebswarm quasi, betriebswarm gefahren. Machen wir mal aus. Er ist betriebswarm gefahren und der hält das Standgas, so wie es sein soll. Und ich bin froh, dass ich den wieder von der Bühne habe, weil ja, es gibt nichts Schlimmeres als verbastelte Roller, bin ich ganz ehrlich. Da hat jeder schon mal irgendwie versucht, sein Meisterwerk zu vollbringen oder halt nicht. Und deswegen bin ich froh, dass er jetzt läuft und dass ich ihn hier wieder raus aus der Garage habe und mich wieder auf was konzentrieren kann, was mir mehr Spaß macht. Motorräder, Japaner, ja, das ist irgendwie berechenbarer oder wie auch immer. Und ja, ein Video wird jetzt mega lang wahrscheinlich. Ich hatte jetzt schon eine Dreiviertelstunde vorgeschnitten, bevor ich die Ersatzteile dabei hatte oder bestellt hatte oder da jetzt bekommen habe. Und egal, wenn irgendwas dabei ist, was irgendwem hilft, freut es mich wie immer. Wenn nicht, dann ja, wandert es in die ewigen YouTube-Jagdgründe. Ist auch nicht schlimm. Ja, Hauptsache, ihr hattet euren Spaß damit bei der Flucherei hier, weil es ging mir echt eben sowas von auf den Zeiger hier, dieses Teil. Und jetzt ist der Film fertig. Und jetzt kommt das Teil wieder rüber in die andere Garage. Und ich sag dem Basti Bescheid, dass er es wieder abholen kann. Und dann freue ich mich, dass er wieder einen funktionstüchtigen Roller unterm Hintern hat. Und ich freue mich, dass ich das Ding hier endlich raus habe, weil irgendwie Rollerschrauben, weiß ich nicht, wenn es gerade eine Sphäre ist oder so. Oder was, wo man irgendwie ja, dran schrauben kann. Das kann man an diesen Dingern hier nicht. Vor allem nicht, wenn hier so ein Austauschvergaser drin ist. Das war ja irgendwie der größte Mist, weil es passt einfach von den Dimensionen hier nicht. Mit dem Luftfilter und dem Ansaugstutzen. Und ja, genau. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachschrauben oder Nachgucken, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Wie man Vergaser sauber macht, haben wir ja gemacht. Und bis zum nächsten Mal bei Betreute Schrauben.